Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf ein Video, was ich gerade auf meiner Startseite hatte. Es kam nämlich heute erst raus, deswegen war es kein Vorschlag von euch Schlawiner da draußen. Aber ich würde mich natürlich immer sehr über neue Vorschläge freuen. Und ja, Grand Canyon kommt. Wir reagieren heute auf YouTube-Kacke, Geschenkeverkostung. Das ganze Video von Ameisenigel, ja. Ich sag nicht, dass ich ein großer Fan von Wixberg bin. Oh, jetzt hab ich's ja doch gesagt. Aber ich musste schon sehr lachen bei dem Thumbnail, denn das ist der Schmacko-Fatz-Whisky-Verkoster, den ich auch mittlerweile oder inzwischen sehr oft auf meiner TikTok-Seite habe. Ich glaube, hier war auch die Inspiration wahrscheinlich her. Ich weiß nicht, kennst du den, Stefan? Ja. Nee. Okay, ist auf jeden Fall sehr witzig. Der kostet immer Whisky und dazu eine Zigarre und der ist ein bisschen korpulenter, sag ich mal, ja. Der sagt immer Schmackofatz und so. Das ist ein richtiger Schmackofatz und so. Und beschreibt ja, richtig die Noten des Whiskys. Er ist ein richtiger Genießer, oder? Er ist ein richtiger Genießer, richtiger Connoisseur. Und wir sind auch Genießer von guter YouTube-Kacke, deswegen gehen wir direkt ins Video. Let's go. Also meine Überleitung mittlerweile, es ist ja wirklich, das ist Jähzorn. Die kurze Zeit, die wir jetzt gerade diesen Schwanz gefickt haben, um so ein bisschen kubanisches Feeling zu holen, habe ich mir hier deine alte gegönnt, um mir schon mal ungefähr 30 Minuten einblasen zu lassen. Digga, wirklich, wirklich, du, das Screenshotten und einfach, dieser Mann macht deine Freundin an, was tust du? Digga, oh wirklich, Gott, ja. Resignieren. Alter, also wirklich, wenn der nicht deutlich bessere Chancen hat als ich, dann weiß ich auch nicht. Der hat eine volle, schöne Haarpracht, Digga, der ist belesen. Guck dir diesen Hintergrund an, das ist krass. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass bei Leuten zu Hause das wirklich so aussieht, checkst du? Nee, ich weiß, was du meinst. Das ist so heftig, das schaut aus wie in so einer Library oder so ein Filmset oder so. Und ich hole auch noch deine süße Oma hinzu, damit sie mir einen runterholen darf, wenn sie ganz brav ist, du Kackfutze Schmamsch. Und die hässliche Alte hat keine Zähne mehr. Da beißt nichts mehr. Ich ramse das. Das ist verrückt, wirklich. Also die Präferenzen hier vom ich weiß gar nicht, wie der heißt, leider. Ich nenne ihn einfach mal Herr Schmackofatz. Und Herr Schmackofatz sind wirklich wild. Mache ich jetzt auch gleich. Und auch deine Tochter ist eine unglaublich süße. Ihr Arsch ist unglaublich rund. Das ist sehr, sehr egal. Angenehm. Wenn das ist, ich will auch gar nicht wissen, was dieser Sessel schon alles riechen musste, sag ich ehrlich. Also, ja. Ich weiß nicht. Digga, stell dir vor, du bist bei dem zu Hause und nimmst einfach mal einen genüsslichen Zug. Das ist wirklich, ich glaube, dann ist vorbei. Also der lebt, na, ich finde aber, so, wenn man ihn so zu, der lebt dafür, was er gerade macht, oder? Ja, das stimmt. Das sieht man richtig. Ich muss echt sagen, ich verstehe diesen Genuss, vielleicht bin ich auch einfach zu jung für den Scheiß, aber diesen Genuss an Whisky nicht. Ich check nicht, warum man Whisky gerne, ich finde, Whisky schmeckt so unfassbar nach Arsch, also ich bin ja sowieso nicht der große Alkohol-Enjoyer, aber ich finde Whisky ist besonders scheiße, in meinen Augen. Aber ja, vielleicht habe ich bisher einfach noch nicht den, vielleicht habe ich auch einfach den guten noch nicht getrunken. Vielleicht musst du einfach ein bisschen mehr Geld hin daran, vielleicht waren die einfach zu billig, die du bis jetzt getrunken hast. Ja, okay. ja, das kann auch gut sein, ja. Wenn dir dann ein Sperma warm die Kehle runterfließt und sich dann noch einmal im Magen zu einer wohligen Wärme entfaltet. Okay. Wie krank detailliert er das umschreibt, ist schon, das ist schon wirklich krank. Und das ist wirklich eine ganz wunderbare, ganz lecker. Oh mein Gott. Alter. Ja gut, da hat mir ein bisschen das Schmackofatz gefehlt, aber wild. Geil. Ey, geiles Video, kurzes Video, aber ich wollte es mir unbedingt anschauen. Normalerweise reagiere ich nicht auf solche kurzen Videos, sondern gucke mir die meistens dann privat an. Aber das wollte ich mitnehmen, weil ich den Titel und so weiter hat mich sehr, sehr mitgenommen. Gucken wir, was schreiben die Leute hier schon. Nach 3 Gläsern konnten ja kommen die Komplimente an die Familie. Das kam unerwartet um 0:53, was war da? Ja, leichter Übersteuerer. Das ist lecker am Ende. Ohne Witz. Kubanisches Spiel. Das hat mich wirklich abgeholt. Ja, for real. Daniels Sahne. Ja, wirklich, mit diesem Kommentar war es das dann auch mal wieder heute mit der Reaktion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut bei Ameisenigel vorbei. Ich habe alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr mega dolly über einen Kommentar freuen. Und ein Like und ein Abonnement. Holy shit, habe ich mir aber fast beim Satz sprechen 3-mal aufs Maul gelegt. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
Ich will auch gar nicht wissen, was dieser Sessel schon alles riechen musste.